Dieser Text heißt Hipsterologie, Untertitel: Der Hipster ist ein Beuteltier. Und der geht so. Ein Hipster steht in Kreuzberg, ganz still und stumm. Er hat als Zeichen seiner Hipness einen Beutel um. Ich spreche ihn an. Hey, Hipster! Er wirkt nicht sehr gesund, steht rauchend da und hipstert sich die Lunge wund. Ich sag, hey, hör mal, Hipster, so geht das nicht. Um hip zu sein, bist du noch viel zu schlicht. Nee, das war irgendwie falscher Text. Irgendwie kann ich Text auswendig, aber irgendwie manchmal kommen so, deswegen müsst ihr da Heavy Metal schreien, damit ich meinen Text rausholen kann. Heavy Metal! Heavy Metal! Heavy Metal! Stuttgart! Hey, also Vorsicht hier. Alter. Ja, das ist nicht mehr die falsche Seite, die ich hier habe. Ja, nicht mehr die richtige. Hallo? Hey, hör mal, Hipster, so geht das nicht. Jetzt will ich Stille. So. Hey, hör mal, Hipster, so geht das nicht. Du bist in deinem Auftreten noch viel zu schlicht, um hip zu sein. Da reicht dein Jutebeutel nicht. Du brauchst Freunde, ein bisschen Bart im Gesicht, dann noch Röhrenjeans. Viele und bunt gekleidet. Gekleidet? Gefärbt. Kein Wunder, dass dich jeder meidet. Ein einsamer Hipster muss sich nicht belehren, findet nicht mal in Kreuzberg einen Platz zum Raven. Ich geb's zu, ich bin jetzt kein Hipster-Pro. Trotzdem rate ich dir, hör auf meine Worte, Bro. Ein bisschen hipstrig bist du ja auch so. Aber ich sag dir, ganz oder gar nicht. Yo. Der Hipster reagiert nicht. Dann ein selbstironisches Lächeln. Was auch sonst. Mit stahlblauen Augen und eisigem Herz zieht ein einsamer Hipster durch Prenzlberg. Ihn interessiert nur sein eigener Schmerz. Der Rest ist nicht mal ein Rätsel wert. Ich habe einen Bekannten. Er ist ein Famer-Hipster. Alle Hipster sind Fame, ja, ich weiß, das ist schon klar. Aber er ist so Fame, er ist schon beinahe ein Hip-Star. Okay, ja. Er geht jeden Abend in Clubs und schwingt seine Hipster. Wird nicht besser hier. Von denen gibt's hier in Berlin ja viele. Ultimative Coolness, aber sonst keine Ziele. Die Schule abgebrochen, fahren die kreative Schiene. Wissen zwar noch nicht, wie sie ihr Geld dann verdienen, aber egal, sie müssen ja keine Firmen verwalten. Reicht doch eine Flasche Club Mate, sie am Leben zu halten. Urban-Hipster-Coolness zwischen Pennern und Bankern. Ray-Ban vor den Augen, doch kein Glas vor den Fenstern. Und erkennt irgendjemand auch der Differenzierungen Sinn, wenn T-Shirts für Frauen und Männer exakt gleich ausgeschnitten sind? So kann man viel sagen über den Hipster-Stil, doch ein Vorwurf auf 400 pro das Ziel. Der Stil und die Mode, wie sehr sie sich auch ändert, ist auf jeden Fall vom korrekt durchgegendert. Mit Blicken als trüge einen Heiligenschein, torkelt ein einsamer Hipster durch Friedrichshain. Sein Blick ist verschwommen, doch seine Augen sind klar. Wahrscheinlich ist er auf MDMA. Aber Hipster, du hast recht. Ihr seid auch nur Menschen, die jeden Tag von vorne ums Überleben kämpfen und kämpft hier schlussendlich mit anderen Mitteln. Gibt mir das kein Recht, euch hier heute zu betteln. Ich verstehe euch. Ihr wollt nur tanzen im Regen, jede Gelegenheit nehmen, diese Probleme zu lösen, auf sich bewegenden Wegen, im verwegenen Streben, nach einem gesegneten Leben, einem See voller Seelen, die nur neben nichts geben, liegen mit ihrem Streben daneben, könnt ihrem Benehmen nicht sehen, sucht Differenzen zu verstehen. Individualisiert euer Wesen, doch euch fehlen die Ideen und ihr nehmt Reis aus. Darum sehen in diesem Land alle Hipster auch gleich aus. Und auch, wenn ihr eure Ideen erlegen, im verwegenen Streben, nach einem gesegneten Leben, einem Das ist mit dem Text ist so ein Ding, wenn man vergisst, dann müsst ihr wieder Heavy Metal schreiben. Heavy Metal! Stuttgart! Hey, 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 komm auf. Und auch, wenn ihr eure Ideen erlegen, verwesenen Leben, diese selbst erlegenen Wesen, eure gesegneten Seelen, versehentlich an den Teufel verkauft. Hauptsache, ihr seht Indie aus. Ein Hipster steht in Kreuzberg, ganz still und stumm. Er hat als Zeichen seiner Hipness einen Beutel an. Und sieht ja auch ein bisschen verloren aus, strahlt er doch eine ziemliche Coolness aus. Und jetzt fragt ihr, wo ist die Message? Wo ist der Sinn? Du, ich kann deinem Text irgendwie nichts abgewinnen. Erst bettelst du Hipster, dann verteidigst du sie. Ganz oder gar nicht, war doch eben noch die Philosophie. Der Hipster ist eine aussterbende Art, weil der Hipster sein eigenes Dasein beklagt. Denn leider hat niemand den Hipster gefragt, ob der Hipster wirklich Hipster werden mag. Darum sage ich,
Free Hipster. Für eine bessere Welt. Hipster werden ungefragt zur Schau gestellt. Wer weiß denn, ob Ihnen dieses Dasein gefällt und zahlt irgendwer fürs Hipstersein mit Geld? Fazit ist, ob aus reicher Familie oder Waisenkind, ob Sie wohlerzogen oder aus Kreuzberg sind, ob aus dem Kloster oder von der Terrorzelle, ob mit Beatles-Poster oder mit einer Ray-Ban-Brille, egal ob mit Röhren, Jeans, Bart oder Schal, kein Hipster ist illegal. Dankeschön.